Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Ja, das Video ist deutsch-exklusiv, da Hunter Yu ein Roadtrip 2.0 endet schlimm Video gemacht hat. Und das soll ich mir anschauen. Er hat es extra auf 4K hochgeladen und YouTube hat einen Tag gebraucht, bis 4K freigeschaltet wurde. Und wir gucken uns das jetzt in 4K an. Die Bewertung ist ja 50-50. Weiß nicht warum, aber mal schauen, was hier steht. Im Moment ist nur... Okay, hier sind schon mal ein paar Kommentare. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ich soll darauf reagieren. Ich bin mal neugierig. Also er hat mich darum gebeten. Sag mal so. Und let's go. Ja, moin Leute, ne? Heute haben wir es soweit. Heute ist die Tour und der Startbeginn ist schon mal set, weil es gerade richtig gepisst hat. Jetzt hat es gerade auf, wenn ich die Kamera mache. Ja, moin. Meine Vignette ist auch schon ehrenhaft drauf, auch wenn ich die ja später brauche. Wahrscheinlich nach Österreich. Und ja, jetzt aber ganz ruhig, junge Kerle. So. Ja, wir fahren los. Es wird großartig. Ich freue mich schon drauf. Ich hocke in Jogginghose hier, weil ich bin fett. Da ist ein Blitzer. Und ja, jetzt geht es noch einmal zum Tanken und dann geht es schon los, Bro Dinski. Ich bin schon echt gespannt. Ich bin auch gespannt. Und damit herzlich willkommen nochmal von meiner Seite aus hier zum Roadtrip. Der Start des Roadtrips. Mein Gott, habe ich mich lange drauf gefreut. Endlich ein geiler Roadtrip, Leute. Oh, der letztes Jahr war schon richtig cool und dieses Jahr machen viel, viel mehr. Wir machen 4 Länder. Es wird richtig wild. 4 Länder. Ich bin ultra gefreut auf die geile Zeit, die wir dann quasi dort verbringen werden. Zusammen mit dem Johnny, mit dem Marvin, mit den Türken, mit Karl und Karl, seine Freundin, war auch noch mit dabei. Es wird super. Ja, wir haben uns alle gefreut. Ach, Karl war auch dabei. Wie man schon wieder Titel sieht, ist nicht gar nicht alles so gekommen, wie man es gedacht hat, sondern es gab eine sehr, sehr böse Überraschung, was leider vieles, Grunde genommen ein bisschen zerstört hat, aber nichtsdestotrotz gönnt euch mal den Vlog, schaut euch meine Einblicke an. Also haben wir jetzt zusammen und ich würde jetzt sagen, schon etwas genug gelabert. Let's go. Irgendwas ist mit dem Auto vorgefallen, aber ich weiß gar nichts. Gönnt euch einfach zwei dieselben Autos. Komm, fahr vor mich, Bruder. Ist Marvin da am Telefon? Du machst es. Oh, da kommt der scheiß Opel-Fahrer. Nee, den lasse ich jetzt nicht durch. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Okay, bringt ein paar Memes mit rein. Sehr gut. Eine Bier. Was machst du denn da vorne wie ein Zeug? Rettungsgasse. Aber wir stehen doch gar nicht. Alter, da ist so ein Mercedes da vorne. Der qualmt richtig. Vorbildlich? Boah, schon. So, es läuft bei uns, muss man sagen. Also wir brauchen nur noch 2 Stunden und 1 Minute jetzt schon wieder, aber... 2 Stunden wieder. Ja, guck mal, wir kommen jetzt erst um 13.12 Uhr an. Also ich filme jetzt gerade, ne? Also zu Verständnis für alle, die das jetzt sehen. Wir sind losgefahren, hatten wir glaube ich 12.55 Uhr oder 54 und jetzt sind wir schon bei 13.12 Uhr einfach. Ah, oh je. Das ist ein Graus. Er fährt rechts. Wie bei Italien-Urlaub bei uns. Rechts. Aber da ist der stinkige Penner da, Alter. Was zum Teufel ist hier los? Da kommen selbst die Ratten raus, glaube ich, Alter. Oh fuck, ey. Jetzt. Einmal noch für die Kamera lächeln, mein Freund. Einmal kurz für die Kamera lächeln. Ja, lächeln Sie für die Kamera. Einmal bitte für die Kamera lächeln. Hallo. Oh mein Gott, Alter. Oh, das ist so typisch Lukas. Nein. Ja, ich gebe auch Vollgas. Oh. Ja, kommt sie. Sie an. Oh. Ja. Tschüss, du Loser. Der fährt besoffen. Wackel mal mit dem Arsch, so wie ich. Mach mal.
Wie das aussieht, Alter. Yeah, boy. Yeah, boy. So, Leute. Alter. Da vorne ist die Bullerei. Und ich werde ein bisschen schneller als erlaubt. Und jetzt fahre ich mal hinter der her. Mal gucken. Hoffentlich erwischt sie mich und ich muss ins Gefängnis. Naja, so lustig ist es auch wieder nicht. Polizist ist alles scheißegal. Ich finde es aber so halb heimlich. Ich habe keinen Bock, dass sie mich wirklich anhält, Bruder. Immer schön Abstand halten. Ja, ja, ja. Oh, jetzt zieht sie rechts ab. Wahrscheinlich, weil es da schneller geht. Ja, guck's dir an, Alter! Das gibt's gar nicht! Oh, no, das du hast halt selber drin. Keinen Bock. Und zieht durch. Ey, die überholt alle auf rechts und fährt dann wieder links. Nee, aber ganz rechts und dann wieder links. Was ist das? Oh, ein kleines Update. Kleines Update meinerseits. Wir haben jetzt 12:50 Uhr Ankunft, 30 Minuten und 44 Kilometer. Es wird ein bisschen bergig, weil man jetzt wieder mal nichts sieht, aber es ist ein bisschen bergiger als sonst. Und ja, aber da rechts hat man kurz gesehen. Sagen. Bis jetzt ein paar Staus hatten wir, aber im Großen und Ganzen eine entspannte, eher langweiligere Fahrt, muss ich schon sagen. Aber naja, mal gucken. Also viele Urlauber kommen mal zurück, dann ist dieses Jahr ein bisschen schlimmer als letztes Jahr. Ah, das ist Ende August aufgenommen oder gemacht, also die Tour. Ja, ist es einfach so. Übrigens, Merkel ist und geht es noch prächtig, die habe ich ja mit dabei, falls ich es nicht gesagt habe, aber ihr geht es richtig gut und sie denke dann, was ich freue. Er hat nicht ernsthaft einen Merkel, bitte, als Pappaufsteller. Oh mein Gott. Ach. Also, ja, das ist halt typisch Lukas. Falls ihr ihn nicht kennt, das ist typisch Lukas. Alles hingeschmissen. Hinten. Die Merkel muss dabei sein als Pappaussteller. Ja. Ich hätte es noch besser gefunden, wenn man hier unten das erst, also die Ziele nach und nach eingeblendet hätte, zum Beispiel, wo man jetzt unterwegs ist. Jetzt nach bla bla bla. Das wäre cool gewesen. Dann weiß man genau als Zuschauer, man ist jetzt dorthin unterwegs und ja, das ist das Einzige, was mir bis jetzt in den 6 Minuten aufgefallen ist, was da fehlt. Freut sich um ihr Leben. Ist einfach top. Also Merkel geht es beste. Sage ich euch, wie es ist. Mir geht's richtig gut und nö. Ei, was ist denn da los? Was ist denn da los? Ja, was ist da los? Hä? Was ist da los? Hä? Ja, hallo? Hey, was ist da los? Ja, hallo, was ist da los, Junge? Hier macht da nichts hin, macht auch da. Alter. Hey, was ist da los? Alter Bruder, was hast du da schon wieder angestellt? Sagen sie alle, dann hast du ein Zimmer schwanger, du kennst das Spiel. Oh. Sagen die zu meiner GoPro? Cool, gell? Ja. Voll begeistert. Ja. Ach, hey, warte mal, ich tue. Piss, was sind die denn Piss, gerade? Alle, die spielen Fußball. Ehrenlose Dreck. Mein. Und, mein Schild muss noch weg. Da muss ich Video drehen, Junge. Halt dein Maul da hinten, Alter. Was hast du alles schön drin? Erzähl mal, was du so alles drin hast. Erzähl doch mal, zeig doch mal, was du da drin hast. Nur eine Powerbank. Was hat die gekostet, die du Geringverdiener? 1000. So wenig. Ist ja schon mal. Oh, Alter, die ist von Gucci. Kann nur eine Ladung machen. Eine halbe auch noch. Oh, da kommt der Marvin. Der ehrenwerte Twingo, Ex-Fahrer. Digga, Alter, ich hab diesen scheiß Polo voll getankt. Ja, und? Warte. 30 Liter. Ja, normal. Ja, ist normal. Aber ich muss mir was anderes gönnen. Oh, ein Z. Bruder, eine Corvette. 38 Liter, so viel hat mein Twingo noch nie verbraucht. Ja, willkommen in der Realität. Geil, Junge. DA. Nee, DI, oder? Von hinten, Bruder. Geil. DA. Geil, geil. Was ist das für eine Ortschaft? Geile Zahl. Corvette. Auf jeden Fall nicht Baden-Württemberg.
Ja, aber hat's nicht. Da steht sogar Dank. So, jetzt bewertest du mal den Polo, mein Freund. Aber mit ich richtig. Gehe jetzt erst mal aufs Klo. Ja, nee, Alter, du kannst auch da drin den Polo pissen. Ach oh Gott. Dieses Ding, ey, das macht mich fertig. Wir sind zu dritt, jetzt muss ich nur noch Johnny schreiben, weil der war schon vor uns allen da. Aber ich habe ihm nicht die Adresse gesagt, weil ich wollte, dass er als letztes kommt. Aus Prinzip. Oh, Bruder, Alter, ich habe ihn gesucht, Alter, die ganze Zeit. Aus Prinzip? Ganz ehrlich, wer mich hört. Boah, der arme Johnny. Hört, direkt auf Wasser. Ich war alleine gewesen, habe in Zwischenzeit noch was getankt. Es hat richtig lang gedauert und deswegen sind wir auch gleichzeitig angekommen. Haha, Ehre. Ich kann da nicht einbrechen, schade. Aber dieser Tankdeckel, ne? Ich habe erstmal gedacht, das Ding geht nicht zu, aber doch, das ist jetzt automatisch zugegangen. Bruder, was geht's? Erzählen Sie mir doch mal was. Okay. Dieser kann ich das viel sagen? Das Ding ist irgendwie, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber das Ding fährt sich fantastisch. Fantastisch, oder? Natürlich. Wie ein ehrenwerter Twingo. Auf jeden Fall. Dein Twingo fährt sich natürlich besser, aber das Ding ist ein wahrer Augenschmaus für die ganze Familie. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wo ist denn meine Lieblingsstelle? Sexy. Ich hab die Stelle repariert. Das kann ich auch mal meinen Leuten zeigen. Komm mit. Die ist super. Deine geht einfach ganz hin. Pissen, Digga. Richtig cool. Aber die Handyhalterung. Mann, wo ist Johnny? Ich vermisse ihn. Wo ist er? Das ist das Highlight meines Polos. So ein Luxus. Ganz ehrlich, so schnell kann man nie eine Flasche greifen. Ja, dann kommt Johnny endlich. Ich hab's gut repariert. Vorerst. Das ist eine Notlösung. 38 Liter tanken, Alter. Ja, scheiße. Guck mal. Also klar, die Dellen sieht man noch. Aber WeTalk? Es sieht auch gar nicht mal so schlimm aus, oder? Boah. Was ist denn das? Erstmal ein bisschen verbessert. Auch die Löcher zugemacht. Und dann einmal rüber lackiert. Man sieht, dass es drüber lackiert ist. Du hättest Spraydosen einsetzen sollen, hättest du Geld gespart. Nee. Gut, jetzt warten wir auf den Johnny und dann melde ich mich wieder eigentlich. Keine Zeit gekommen, Sie müssen jetzt den Polo bewerten. Im Gangster-Move. Sind Sie denn erleichtert? Jetzt schon. Also, was sagen Sie zum ersten Feature? Sie haben schon das erste Feature, sind Sie dran vorbeigelaufen. Ich bin sehr enttäuscht. Herr Marvin, gucken Sie mal das Feature. Da, guck da. Ich finde die Radkappen hässlicher. Da. Das ist ein Feature. Ja, das ist Tuning. Rangeklebt. Der Riss ist Tuning. Das ist Premium-Tuning. Nicht im Ernst. Gemacht für 1000 Carbon. Euro. Ja, aber bei JP für 1000 Euro. Also da hat er sich richtig gegönnt. So war der, oder? Ja, so war der. Aber das Beste kommt noch. Das Allerbeste kommt noch. Allein deswegen hätte ich die Karre nicht gekauft. Achso, das ist wieder gleich aus. Ja. Ne, warte, ja, andere Seite sieht man besser. Wie findest du die Spraydosenlackierung hier? Nein, oder? Dann bist du echt lost. Also da sieht man's. Ja, also hier sieht man's wohl. Da haben wir recht. Aber hier schimmert's auch komisch. Ist nicht so spiegelartig wie hier an der Stelle. Also ich glaube, hier wurde auch mit der Spraydose drüber gedingst. Oh Mann. Ich meine in derselben Farbe. Komplett, Alter, das fühlst du richtig. Ja, vom Fühlen her. Ja, dann. Ja, jetzt sieht man es noch besser. Ja, tatsächlich. Ja, komplett. Mit der Spraydose. Ach ja. Da sieht man den Lukas dahinter. Oh. Ja. Naja. Aber hier sieht's eigentlich nicht mehr so schlecht aus. Ja, und dann die ganze Zeit. Halt ja, wenn die Sonne scheint, guckt mal hier an. Hier, ein Unterschied. Ja, aber auch hier die Kratzer. Hier. Ein gebrauchtes Auto. Außen hat schon zu viel. Oh, Maschallah. Kratz. Kratz. Okay, das hätten sie aber auch besser hinbekommen. Schon gell, ich schwöre dir. Ja, hier okay, aber hier optisch. Aber das sieht ja doch ganz nett da, ne? Ja, von weiter weg. Von weiter weg. Und wenn man schielt noch dazu, dann sieht's noch besser aus. 13. Herr Marvin, machen Sie. Bruder, er muss schon den Kofferraum schon zigmal aufgemacht. Was für ein Kofferraum? Also der Kofferraum ist vorne. Gut, hey, der Kofferraum ist übrigens vorne. Der ist vorne. Ja, das ist der Kofferraum. Endlich weiß ich, dass das der Kofferraum ist. Ich bin so glücklich.
Wir müssen. Er muss ja die V10 irgendwie spüren. Guck mal, die Schmiere, Alter, siehst du das? Das ist widerlich. Muss er sein Auto putzen, ey, Mann. Das ist so widerlich. Also hier, das Ding riecht schön. Hier hast du den V10. Wo ist denn hier das scheiß Teil? Ja, da. Da. Ja, stimmt. Sippt der noch fleißig? Oh, er sippt gar nicht mal so viel. Ist enttäuschend. Ja, das Ding ist, also Fokus 1A. Habe ich nichts Schlimmes gemerkt. Boah, Alter. Weil das ist halt voll warm. Der ist übel übertrieben. Super. Vor allem amok das von hier schon. Ja, ne? Oh, keine Heizung mehr. Perfekt. Ja, aber jetzt offiziell. Kein Twingo mehr. Halt, stopp, der Twingo ist noch angemeldet. Kein Twingo mehr. Ja, mit Glück kriege ich den Twingo noch. Hier kann man zum Boden sehen. Sehr schön. Sehr schön. Geiles Feature, Junge. Kann auch der BMW auch, oder? Ja, aber nee, du hast so eine Matte noch. Ja, wenig kann man noch unten sehen. Ein paar Schläuche, bis. Alter, wie warm die Drecks raus. Ja, aber sonst sieht das eigentlich sauber aus. 5 Euro verkaufe ich es dir. Ja, der hat auch eine Motorwäsche gemacht, der Wichser. VW oder Audi? Das ist hier die Frage. Das ist hier die Frage. Ey, dich, Alter. Dieser Fokus. Ja. 2 Stunden später. Brennt. Und ein Marder. Sind da noch Blätter drin oder was ist das? Der hatte richtig. Alter, was? Hat sich dein Vieh durchgefressen? Was ist das? Hä? Okay. Interessant. Viel Spaß seines Lebens. John, 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 John. Da kommt der Johnny! John, 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 Johnny, John! Jetzt fahr mal, Junge! John, 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 Johnny, Johnny! Da ist er! Ey, Bruder, was geht? Da werde ich direkt gefilmt, oder wie? Ja, klar, was denkst du denn? Übrigens, der Türke sagt, du hast einen Toyota. Habe ich nicht gesagt. Das ist auf jeden Fall ein Toyota. Da steht auf dem Mast. Ey, 5 Euro! Macht alles Sinn. Deutsche Qualität. Ja, Johnny, wir warten schon ewig. Ich warte jetzt schon seit 2 Stunden auf dich. Oh, Ehre! Was muss er dir geben? 3,79, 3,80. Hängst du, oder? Zeig mal deine schicke Bude, Alter. Junge, Johnny, Alter, da kommt der Flex. Ja, gestern sah es besser aus. Ich habe gestern alles durchgesagt. Ah, Digga. Das war mich auch sowieso halt auf. Hammer, schon mal für mich gestorben. Aber von hinten, Alter, finde ich das Auto echt hässlich. Und rosten tut's auch noch. Mr. Johnny. Alter, what the fuck? Wie viel hast du gezahlt für die Karre? Alter, Schwede da unten. Es zieht sich wahrscheinlich von hier bis hier durch, wahrscheinlich hier durch. Alter. Ja. Neue Annahme hat sich bestätigt. Ich weiß nicht, was da auszusetzen ist. Oh mein. Da ist schon abgefallen ein bisschen. Ich weiß, dass es rostig ist. Es ist hier das Neueste. Alter, wie viele Caps hast denn du? Ja, ich hab mir gerade eben gekauft. Nein, Schnucki, für 50 Euro mache ich alles. Geil. Ja, ich hab mir Essen geholt. Das ganze Zeug. Keine Ahnung. Der Reflex, oder der Reflex. Was hast denn du gezahlt für die Karre? Ich hab gar nichts. Was, gar nichts? Ich hab gar nichts dafür geschenkt bekommen. Ja, ja, geklaut. Geklaut in Polen. So macht man's. So macht man's. Wieso krieg ich hingegangen sind? Ich muss dir was zeigen. Ja? Warte. Du darfst nicht reingucken, okay? Okay. Es ist Ehre. Jetzt ich kommt's. Ich hab einen ganz Ehrengast dabei und ich bin ziemlich stolz, dass sie dabei ist. Es ist Frau Merkel. Die kann sogar stehen, warte. Wo hat er das Ding her? Komm, Mutti. Mutti. Was ist mit Mutti los? Mutti will nicht mehr stehen. Naja, Mutti ist auf jeden Fall auch am Start. Sagst du dazu? Sie hat gesagt, bald ist meine Merkel-Zeit vorbei. Mach ich noch einen Roadtrip mit so fremden Leuten. Nein, Mutti! Mutti ist umgeknickt. Mutti, du darfst nicht umknicken, Mutti. Mutti muss wieder angeschnallt hier drin sitzen. Oh Gott, so ein Schwachsinn. Das ist was größer groß, irgendwie. Alter. Aber dafür, die Schuhe sind cool, weil die hinten noch so. Ja, das stimmt, echt geil. Endlich mal neuer hier.
Ich muss immer den Johnny filmen, er ist jetzt das neue Mitglied. Oh, hier war die Fahrt. Ich habe mich mehrmals erfahren. Also es ist so an der Wehe. Hä? Ich habe mich beim Hotel verfahren sehr häufig, aber weil mein altes Alterungsding kaputt gegangen ist, muss mir ja noch neues kaufen heute noch bei Saturn. Ach, geh doch auf Karl, oder? Nö, der kommt nicht. Nicht? Er ist erst in Amsterdam, wartet auf uns. Ach so, ich dachte schon. Möchtest du sein Polo sehen? Ah ne, da ist jetzt zu viel, hat keinen Bock. Okay. Ich muss nachher den Polo sehen. Wo aber sind die jetzt eigentlich? Die haben ja nichts gesagt, wo sie gerade sind, was in dem Video jetzt. Anschluss wechseln. Hoffentlich geht's nicht. Ich hoffe dir das Allerschlechteste. Hoffentlich stirbt dein Auto jetzt dabei und geht kaputt. Schnauze halten. Die Husos. Hoffentlich kommt jetzt Volksmusik. Komm, spiel einmal Volksmusik. Einmal Volksmusik. Volksmusik. Ist ein bisschen zu groß, ne? Das geht eigentlich. Es ist viel zu groß, Bruder. Ach was? Genau wie mein Family Guy Shirt, aber das ist nur. Also Deutschland, Niederlande, das ist glaube ich Tschechien und Österreich. Ach schade, keine Schweiz. Aber ST. Vielleicht nächstes Mal. Aber sieht doch ganz cool aus, ne? Irgendwie schon. Und deswegen, bei denen haben sie so rumgeheult. Weil das so weiß man nicht so richtig sieht, aber ich finde, das erkennt man schon. Ja, auf jeden Fall. Rennen schwarz im Rennen, aber ist egal. Dann machen wir weiß eigentlich. Also bei den T-Shirt hätte ich jetzt schwarz genommen. Ja gut, dann sieht man es. Dann grau, dann sieht man alles. Grau. Ja, das kann dann der Rest alles eigentlich bleiben. Ja. Wenn der Hintergrund grau wäre, würde man alle Farben sehen und nicht weiß nicht. Naja. Also eigentlich wollte ich es am Start machen, aber wir müssen alle fünf irgendwo das T-Shirt tragen, ein Foto machen. Das würde ich unbedingt noch machen. Oh ja, okay. Also auf Insta. Hallo Johnny. Was geiler Cut. Was möchten Sie mir heute erzählen, Johnny? Ich muss ein bisschen näher rangehen. Ich hasse es, wenn Leute mich zu verpacken. Echt? Ja. Dann sagen Sie zu diesem Hochzeitsvideo, was hier gerade passiert. Wundervoll. Heiraten Sie? Klar. Mit ST Hunter U? Natürlich. Oh, heute Abend im Bett. Ja. Hochzeitsnacht. So. Okay, was kommt jetzt, Alter? Wir sehen hier erst der Marvin. Aha. Dann Johnny und dann du und ich bin quasi Platz 1 aktuell. Okay. Echt, dann ist das sogar von Johnny, oder? Ja, was ist los mit dir, hey? Hey, dann war der. Dann was ist das für eine App, Alter? Wer, Johnny? Live-Standard. Nee, war okay. Er auch nicht. Ah, ja, okay. Aha. Das aha. So, jetzt haben wir es auch alle meine Zuschauer gesehen. Hier sieht man es, hoffentlich sieht man es auch gut. Ja, was ist da los, Marvin? Erzähl doch mal. Letzter Platz, was soll das? Ein Rennen, wo du nicht gewinnen kannst. Wenn du vorne bist, hast du schon gewonnen. Ei. Das kommt ja nicht überholen. Mein Vorsprung wird immer größer. Ich merk's. Ei. Frau Merkel ist halt einfach die Beste. Gell, Frau Merkel? Ja. Live-Update hier zur Karte. Immer noch. Merkel auf Platz 1, dann ein Türke, Platz 3 Johnny und Marvin, aber immer ein bisschen näher an Johnny. Köln, okay. Immer noch live. Die waren näher Köln anscheinend. Platzes. Ich bin zufrieden damit. Wir sind zufrieden? Ja. Warum sind Sie denn? Ganz dann hätte ich keinen Antrieb, besser zu werden. Was steht da? Behinderter von 1080 P-Match. Als ob. Nicht im Ernst. Ja, drauf kommt nur Lukas. Also, nicht wundern, ne? Also, Johnny, sollten Sie schon noch knacken. Ich wünsche Ihnen dennoch viel Erfolg, mein guter Herr. Danke, immer wieder gern. Frau Merkel geht es übrigens prächtig.
Boah, Alter, wie cool das aussieht jetzt da vorne. Hui. Viele werden sich jetzt wundern, warum das alles so hässlich aussieht. Das liegt an der GoPro. Die ehrenwerte GoPro. Obwohl, sah es doch gut aus. Navigieren muss. Ehrenbares. Oder Herr Marvin, Sie haben immer noch nicht Johnny aufgeholt. Guck mal los. Was ist da los, Marvin, ha? Die GoPro jetzt mehr, aber nee, man sieht gar nichts. Kein Auto sieht man mehr vor mir. Boah, ist das. Das krass. Ist lebensgefährlich. Das habe ich auch fast selten erlebt. Junge, Junge. Oh, kurzer Lag. 1460 mal fahren. Ja, moin. Kann man sich ja mal geben, ne? Das würde ich niemals machen. Alter, ich hätte so Schiss. Ja, kleines Update an die Leute. Johnny baut seinen Vorsprung auf, Marvin immer noch weit hinten. Einfach eine Schande. Da muss kurz mein VPN wahrscheinlich ein bisschen nachladen. Ja, ich hab's immer an. Ich guck manchmal Schweizer Dokus an, die es nur auch schon Schweizer Rundfunk gibt. Sind auch ziemlich interessant. Ja, wir sind nur in der Schweiz verfügbar, leider. Deswegen habe ich ein VPN. Ja, guck mal weiter. Oh je. Schlechte Neuigkeit für mich. Ich habe nur noch 446 Kilometer Reichweite. Das Gute ist... Ha? Oh, da band sich ein Stau an. True, man. True. Das Gute ist aber an der ganzen Geschichte, dass selbst wenn ich tanken sollte, was ich ja muss, weil ich immer noch genug Vorsprung habe vor euch allen anderen. Wenn du jetzt einmal tanken gehen würdest? Ja. Ja, also höchstens der Türke kriegt mich. Ja, der Türke. Aber ich denke, mehr läuft da aber auch nicht. Ich glaube, Johnny ist ein gemütlicher Autofahrer, deswegen holt er nicht auf. Er hat auch dort getankt. Achso, wir tanken, da hast du getankt, das Auto. Ja, das ist das Problem. Okay, dann ist es wieder fair. Ja, ja, das ist schon fair. Aber ich denke, wir machen daraus eine Challenge einfach, weil klar ist unfair, dass du ziemlich weit hinten startest, aber da du nicht tanken musst, hast du eigentlich eine gerechte Chance. Also. Wir müssen alle tanken. Jetzt die Frage, wie fährt man jetzt? Das ist das Spannende an diesem Rennen. Wie fährt man, damit man nicht tanken muss? Weil ich habe überlegt, okay, das Rennen ist halt so an sich, ja, ein bisschen unfair, weil du dies hast, aber ich finde, das so ist es am fairsten jetzt. Gut, ich habe ein bisschen zu großen Vorsprung, ja. Aber ich muss auch tanken. Also von daher, es wird spannend auf jeden Fall. Wie weit kannst du noch fahren mit dem Tanken? 466 Kilometer. Boah, Schei, hab ich erschreckt. Ich hab keine Nachricht bekommen. Egal. Gucken, wer sich hier den Platz 1 snackt und die meisten Punkte sich gönnt. Da bin ich mal sehr gespannt. Snack, Snack. Snack, Snack, Bro. Autobahn 3. Ich hab einen Unfall. Mein Auto geht nicht an. Ach du Scheiße. Kompletter Feierabend. Oh mein ja. Gott! Alter, was? Einfach. Der ist ihn raufgefahren, oder sie. Alter, what the fuck? Ja, die ist wahrscheinlich draufgefahren. Der musste stark bremsen oder sowas, weil, wie man jetzt sieht, war ja Stau. Ja klar, jetzt durch die Polizei, aber trotzdem. RIP. Moin Leute! Herzlich willkommen zu einer neuen Roadtrip-Folge. Heute fährt mein Auto von selber auf Ehrenbasis. Wie wir sehen, hängt noch hinten ein anderes Auto ehrenhaft dran. Man sieht es nur leicht leider, aber da ist auch einer noch dran. Ehrenhaft nach dem Unfall. Also Roadtrip nach Amsterdam geht natürlich safe weiter. Seht ihr? Spritsparend hochziehen. Ja, also da kann die Geräte sich mal ein Beispiel nehmen. Da, guck, nichts verbrauchen, gute Fahrer. Yeah, my big boy. Oh, auch hinten. Sieht man den? Sieht man einfach nicht. Belastend. Auf jeden Fall. Yeah, my big boy. Es wird atemberaubend. Ach, Scheiße. Ich höre mich ganz was Neues. Ich melde gerade einfach was. Es ist
der beste Vlog meines Lebens. Ja, ich konnte nicht viel vloggen. Also stand jetzt, fährt er uns irgendwo zur Werkstatt oder so, oder weiß ich nicht wo. Aber ich meine, du bist am Fahren, ja? Und dann fährt einer auf dich rauf und dann kannst du nicht mal weiterfahren. Alter, du musst warten, bis dein Auto hier abgeschleppt wird. Aber Hauptsache, ihm geht's gut und die hinter ihm, die ihn gerannt hat wahrscheinlich. Ich weiß zwar nicht, was passiert ist, dass man nicht sieht. Ja, ich hoffe, dass es beiden Parteien gut geht. Also, boah. Vor diesen Sachen habe ich Angst. Deswegen warte ich mit dem Führerschein tatsächlich. Genauso wegen sowas. Also, boah. Respekt an die Leute, die keine Angst mehr darüber haben. Aber ich habe da voll Angst, dass mir sowas auch passiert. Aber die Karre sieht erstmal, am Arsch aus. Ja, und wie ihr gesehen habt, what the fuck? War wohl die Tour dann doch nicht so wie geplant und ist ziemlich schief gelaufen, weil ich leider einen Autounfall hatte. Ja, wie es nun weitergeht und was noch mehr passiert ist und wie überhaupt der Unfall passiert ist und Co. wird alles im darauffolgenden Video erklärt. Also wartet schön gespannt auf Teil 2, da erkläre ich euch alles ganz genau, wie es mit dem Unfall passiert ist, was genau passiert ist und wie es jetzt weitergegangen ist quasi da mit mir an der Tour. Seid alles gespannt, das erfahrt ihr dann quasi jetzt im nächsten Part. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn viele blöde, unnötigen Autoszenen drin waren, aber egal, ich wollte euch mal dabei haben. Bis dahin, habt einen schönen Tag, Abend oder sonstiges. Ciao, ciao. Alter. Erstmal ein Like da lassen, damit es hier auf Twitter geteilt wird. Aber, alter Schwede. Ich bin gespannt, wie es genau passiert ist. Also ich habe zwar meine Hypothese jetzt gesagt und so, aber ich bin gespannt, was im zweiten Teil passiert ist und wie es tatsächlich weitergeht. Also ich habe schon die von der letzten Tour geguckt, die Vlogs, und habe sie alle durchgeguckt und war ich echt fasziniert, was man da alles entdeckt und miterlebt als Zuschauer. Na gut, das war meine Reaktion dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.